Wunderschönen guten Tag. Heute muss ich mich wirklich ganz, ganz gut benehmen, denn heute spreche ich mit einer Frau, die auf gutes Benehmen nicht nur sehr, sehr viel Wert legt, sondern die auch weiß, wie Mann und Frau sich in jeder Situation gut benimmt. Ich spreche mit Anne-Katrin Kapitzke-Schiede, die eine Butlerschule führt. Anne-Katrin, magst du dich vielleicht ganz kurz selbst vorstellen? Ja, hallo Michael. Wie du es gesagt hast, ich bin Anne-Katrin Kapitzke-Schiede und ich bin seit Anfang 2022 Geschäftsführerin der Butlerschule Butler and Conduct Manager hier im bayerischen Süden, im Voralpenland im wunderschönen Brandenburg. Ursprünglich komme ich allerdings aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe Musik studiert, bin examinierte Musikpädagogin sowie Dirigentin eines Salonorchesters. Ich war aber schon immer neugierig und mir reicht es einfach nicht. Mir hat es nie gereicht, nur mich auf eines zu beschränken. Ich gehöre zu den Personen, die lebenslanges Lernen als ihr Lebenselixier betrachten. Und deswegen habe ich mich auch weiterentwickelt, habe Stationen gehabt, zum Beispiel als Redakteurin in einem Verlag, als Fotografin, ein Talent, das ich von meinem Vater geerbt habe. Und ich war dann viele Jahre in einer privaten Montessori-Schule als Lehrerin tätig, hatte dort Verantwortung für eine Klasse, habe Mathematik und Deutsch unterrichtet, habe Informatikprüfungen vorbereitet und durchgeführt und habe letztendlich auch mit den Jugendlichen Bewerbungstrainings und Präsentationstrainings geübt. Und in all der Zeit habe ich gemerkt, dass gerade in schwierigen Situationen die Kinder und Eltern mir vertrauen und da lag es nahe, sich auch da wieder weiterzuentwickeln. Und so bin ich seit einigen Jahren zertifizierte Mediatorin, Business Coach und Trainerin. Naja, und dann kam halt im vergangenen Jahr dieses wundervolle Angebot, eine Butlerschule zu übernehmen. Und die Chance habe ich ergriffen und bin heute, wie gesagt, Geschäftsführerin einer Butlerschule. Anne-Katrin, als ihr im Sommer letzten Jahres auf uns zugekommen seid und uns um eine Strategie für einen neuen Webauftritt gebeten habt, da habe ich zuerst mal gedacht, meine Güte, Butlerschule, wie strange ist das denn? Da ist mir erst mal der Butler James aus Dinner for One eingefallen. Und als jahrelanger begeisterter Jaguarfahrer ist mir natürlich erst mal so eine typische Landlord-Szene eingefallen mit Burberry-Jacken und British Racing Green als vielleicht künftige Leitfarbe für eure Webseite. Und ich hatte im Kopf eine ganz, ganz furchtbar verzopfte und altmodische Company. Ja, genau davon wollen wir aber auch weg. Es gibt diese Schulen nach wie vor in England und in den Niederlanden, die sehr, sehr traditionell auch schulen. Aber wir sehen uns als ein sehr, sehr dynamisches Unternehmen, so wie die Butler-Szene auch ist. Denn aus der ursprünglichen männlichen Domäne wird zunehmend auch eine weibliche. Es gibt sehr viele weibliche Butler und die werden auch angefragt. Und der Butlerberuf ist heute alles andere als verzopft. Der ist vielfältig, der ist super modern. Butler müssen über ein enormes Wissen aus den unterschiedlichsten Bereichen verfügen und müssen neben diesen klassischen Fertigkeiten wie Tee kochen und was auch immer notwendig ist, um dem Auftraggeber zu seinem Wohlbefinden zu verhelfen, auch noch Fertigkeiten lernen, wie zum Beispiel Sicherheit, Security. Sie sind geschickt in Eventplanung und sind auch unglaublich fit im Umgang mit PC, Smartphone und den sogenannten neuen Medien. Social Media gehört auch dazu. Aber ihr Ja? bildet ja nicht nur Butler aus, wenn ich das richtig sehe, ja? Naja, nee, da hast du vollkommen recht. Denn das, was für Butler selbstverständlich ist, das müssen auch Manager in Unternehmen können. Sie müssen sich nämlich zu jeder Zeit und jeder Mann, jeder Frau gegenüber perfekt benehmen können. Sie müssen wissen, wie man sich auch in anderen Kulturen, im internationalen Kontext benimmt, wie man sich zum Beispiel in einem asiatischen Restaurant benimmt. Das ist in Japan anders als in Indien. Hast du Und ein Beispiel für uns da? ja, habe ich, klar. Also im Vergleich zu den westlich geprägten Ländern ist es in Japan, wenn wir dabei bleiben, so, dass Geschäftsessen dort eher langsam vonstatten gehen.
Und es gibt hier sehr viele Regeln und besondere Regeln, die man beachten sollte. Das geht beim Übergeben der Visitenkarte los, die bei den Japanern sehr, sehr wichtig ist. Also nimm nie die Visitenkarte einfach nur in die Hand, sondern nehme sie als ein Geschenk an. Halte sie fest, betrachte sie und steck sie dann geschützt in einen Umschlag oder in die Jackentasche. Auf keinen Fall solltest du sie knittern. Und beim Essen selbst, wenn du die Rechnung übernehmen möchtest, weis bitte den Kellner diskret darauf hin, denn sonst geht er davon aus, dass seine Landsleute die Rechnung zahlen werden. Steck nie die Stäbchen ins Essen, sondern wenn du damit nicht klarkommst, dann verlang bitte nach Besteck, das wird dir gegeben werden. Und das Schlürfen der Nudelsuppe ist übrigens vollkommen normal. Das wird als Zeichen gesehen, dass es dir geschmeckt hat. Japanische Kultur ist wirklich geprägt von extrem viel Höflichkeit. Da können wir uns tatsächlich auch noch was abgucken. Ich habe das mal bei Indern erlebt, mit 4, 5 Indern am Tisch, und das war ein unglaubliches Schlürfen. An den Nachbartischen saßen lauter Deutsche, die fanden das sehr, sehr eigenartig, bis ich mir dann habe erklären lassen, dass es den Indern fantastisch geschmeckt hat. Und das, genau das wollten die zum Ausdruck bringen. Genau, ist für uns Also ich. erstmal fremd, aber es gehört zur Kultur. Also ihr trainiert Butler und Manager, ja? Beide. Richtig, genau, wir trainieren beide. Dafür haben wir entweder kleine Kurse oder gerade im Bereich des Management-Trainings machen wir das auch individuell nach Bedarf. Also, wenn du das Bedürfnis hast oder die Anforderung ist, dass du zum Beispiel in den, ja, im asiatischen Raum gehen sollst, nach China, dann wirst du darauf vorbereitet von uns. Dabei haben wir hochspezialisierte und fähige Trainer, die alle über unglaublich viel Fachwissen und Lebenserfahrung verfügen, die alle bereits viel im Ausland waren, andere Kulturkreise kennen. Und diese Trainer, die haben auch unglaublich viel zu erzählen. Es ist immer ganz spannend, weil man ganz viele Geschichten hört, so interner. Und deswegen haben wir uns jetzt auch entschlossen, mit euch zusammen aus diesen Anekdoten einen Blog zu machen. Und da freuen wir uns total drauf, weil genau diesen Blog, den bereiten wir gerade für euch vor. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Wir haben ja innerhalb von 6 Wochen diese neue Webseite für euch gebaut, und jetzt sind wir gerade dabei, mit ganz, ganz großer Leidenschaft auch so einen Blog vorzubereiten. Genau, da freuen wir uns auch total drauf, dass wir da eure, deine Expertise haben können, um das zu realisieren, weil ihr, und diese Erfahrung haben wir jetzt in der Zusammenarbeit gemacht, mit der gleichen Leidenschaft, mit dieser wahnsinnigen, ja, Motivation rangeht. Und weil ihr eben nicht nur Webseiten baut, sondern als Berater dasteht. Und auch, ja, das fand ich so toll, mit euch zusammen haben wir unseren Claim gefunden, weil gutes Benehmen wirkt. Wobei wir euch, glaube ich, schon ganz am Anfang auch erstmal enttäuscht haben, weil ihr seid zu uns gekommen und sagt, wir brauchen eine neue Website. Und dann haben wir gesagt, na, Moment, ganz, ganz langsam, wir fangen erstmal an. Bevor wir jetzt anfangen, hier ein neues Design zu entwickeln, wollen wir erstmal hinterfragen, was ihr eigentlich für Ziele habt. Deswegen würden wir gerne mit euch erstmal einen Workshop machen. Und in dem Workshop wollen wir erstmal fragen, was wollt ihr eigentlich erreichen? Welche Ziele habt ihr? Wem wollt ihr eigentlich was erzählen? Was sind denn eure Inhalte? Und was soll ich jetzt von dem Workshop erzählen? Vielleicht erzählst du besser mal, wie ihr diesen Workshop empfunden habt. Also zunächst mal waren wir natürlich etwas, wie du es gesagt hast, so ein bisschen, uff, naja, wir wollten ja jetzt loslegen. Jetzt kam noch dieser Workshop, aber letztendlich kann ich echt jedem empfehlen, so einen Workshop zu machen, weil der nicht nur dazu dient, eine Website zu kreieren, sondern einfach nochmal die Gelegenheit auch bietet, sich selber und sein Profil zu schärfen und wirklich nochmal drüber nachzudenken, wen will ich erreichen, was will ich erreichen. Also wir haben gemeinsam unsere Ziele diskutiert mit euch. Wir haben Zielgruppen definiert. Da kamen dann auch Zielgruppen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, raus. Wir hatten das Nutzenversprechen für die Zielgruppen aufgeschrieben. Wir haben natürlich auch den Mitbewerb analysiert, die Webseiten anderer. Wir haben diskutiert, welche Bedeutung soziale Medien für uns haben sollen. Wir haben mögliche Themen besprochen und schließlich unser Unternehmen, unsere Marke positioniert. Ja, und dann eben auch noch den Claim mit euch zusammen entwickelt. Ja, und dann ging es erst ans Design, ne? Wir haben dann einen Sandkasten gebaut, und in diesem WordPress-Sandkasten haben wir so die ersten Musterseiten gebaut, und dann, ja, habt ihr uns die ersten Texte zugeliefert, ne?
Genau, das hat unsere wunderbare Texterin, die Valerie Neher, hat die Inhalte geliefert. Stimmt, ihr habt ja eine eigene Texterin gehabt. Also meistens bauen ja wir die Texte und ihr habt gesagt, nee, wir haben eine Texterin, der vertrauen wir und war auch okay für uns, ja. Ja, Valerie ist ganz wunderbar, weil sie unglaublich belesen ist und sich da total auch reinfühlen konnte. Und ich hatte so das Empfinden, dass diese Zusammenarbeit mit euch und Valerie und uns, das war so ein richtig schönes, rundes Paket. Und ja, hat total viel Spaß gemacht. Und das Schönste war, dass ihr habt es wirklich hingekriegt, nachdem ich mal irgendwann so den Wunsch geäußert hatte, könnt ihr so bis Mitte Oktober fertig werden? Und der Launch der Seite war tatsächlich an meinem Geburtstag. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Da war ich natürlich sehr, sehr stolz. Ja, es war auch eine schöne Arbeitsteilung. Also mit der Valerie zusammen, mit eurer Texterin. Wir haben dann noch so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung gemacht. Also den SEO-Part haben wir übernommen. Das ist halt wie immer. Man schreibt ja für die Besucherinnen, Besucher der Website. Man schreibt immer auch ein bisschen für Google. Und so war das dann so ein, ja, eine sehr, sehr, ja, eine enge Kooperation, eine arbeitsteiliges Arbeiten. Und ja, also es hat uns Spaß gemacht und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, weil du bist ja die, die weiß, wie man sich benimmt. Und jetzt die Frage an die Expertin: Wie verabschiedet man sich eigentlich formvollendet am Ende von so einem kleinen Online-Interview? Würde ich so machen, wie ich das im realen Leben, sage ich mal, auch machen würde. Ich würde dich freundlich anlächeln. Mich sehr, sehr lieb bedanken. Vielen Dank für das Gespräch, für das Interview mit dir. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und im Übrigen, der Gastgeber kommt beim Meeting als erstes im Online-Meeting und geht als letztes. Ich würde also jetzt meine Kamera ausschalten und mich verabschieden. Vielen Dank, lieber Michael. Danke an Katrin, mach's gut, danke fürs Gespräch. Tschüss, mach's gut. Tschüss, ciao.